Hallo zusammen, hier ist eure Jonanda und heute schenke ich mal wieder einen Blick aufs Gegenüber. Viele von euch sind ja in Seelenpartnerschaften verwickelt und bei vielen ist vielleicht Kontaktabbruch oder man versteht die Welt nicht mehr etc. pp. Ihr kennt das ja, ja, und ich bin gestern darum gebeten worden, doch da mal wieder auf diese Seite zu schauen, was ist da eigentlich los? Ja, ich möchte erstmal euch alle ganz herzlich begrüßen und mich für alle Abos bedanken, für Likes und liebe Kommentare. Ja, es ist ja jetzt so im Wachsen, es ist ja alles ganz frisch hier auf YouTube. Ich bin ja noch gar nicht lange da und ich freue mich aber, wenn ich euch mit meinen allgemeinen Kartenlegungen bereichern kann und vielleicht auch nebenbei, so by the way, ein bisschen die Karten erkläre, denn es ist einfach ein wundervolles Werkzeug, ja. Die Karten begleiten durch Prozesse. Ganz kurz möchte ich noch eingehen auf das Thema, wann trifft denn etwas ein? Ne? Wir haben ja hier momentan wirklich positive Karten liegen, die mir da durchgegeben werden. Und die große Frage ist, wann trifft es ein? Ja, jeder von euch steckt ja in einem unterschiedlichen Prozess. Ne? Es ist ja alles irgendwo schon gleich, aber doch verschieden. Ja? Also alle, die mit mir in Resonanz gehen mit meinen Legungen, haben ja ihr eigenes Thema. Und wann etwas eintrifft, das kann ich euch leider nicht sagen. Also grundsätzlich mache ich keine Zeitangaben. Ich sage immer, es gibt eine Energie, die ist sowieso da. Durch die Karten wird die sichtbar. Und das ist die momentane Energie, zum Beispiel wenn da drin liegt, ja, da kommt bald eine Meldung, ne? Beispielsweise jetzt. Und die Karten liegen günstig und die Energie ist gut. Dann deute ich es immer so, jetzt ist eine positive Energie da, die zum Beispiel eine Nachricht unterstützt, ja. Wenn der Gegenüber jetzt in diesem Flow drin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass eine Nachricht kommt, wie wenn eben eine blockierende Energie durch die Karten aufgezeigt wird. Wichtig ist, vertraut dem Prozess, ja. Zeit ist relativ. Das, was wir hier auf Erden als lang empfinden, das ist ein Wimpernschlag im Universum. Ich weiß, dass bei vielen von euch das große Thema ist, aber ich habe doch keine Zeit. Mir läuft doch die Zeit weg. Ich bin jetzt schon so und so viele Jahre alt. Ich warte schon so lange, ja. Das ist alles richtig. Das Ding ist aber, wir können es nicht verändern. Und wenn wir mit Druck an etwas rangehen, also wir Menschen mit Zwang, dann schieben wir es von uns weg, ne? Also ich appelliere hier wirklich, bleibt in der Geduld, versucht in der Leichtigkeit zu bleiben und lasst euch einfach durch allgemeine Legungen oder vielleicht auch mal eine persönliche Legung, die bei mir derzeit nicht möglich ist. Ja, ich bin komplett, ich bin total überlaufen, deswegen bin ich hier momentan auch anonym unterwegs. Lasst euch einfach durch diesen Rat der Karten, durch euren Prozess tragen. Es ist unglaublich dienlich. Ja, so viel dazu meinerseits. Und ja, jetzt sind wir ja, oder ihr seid ja alle in verschiedenen Situationen und ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du diese Legung schaust, gibt es für dich einen Gegenüber. Vielleicht ist da gerade Funkstille, es gibt keinen Kontakt und ich möchte jetzt mal auf die andere Seite schauen, weil oftmals gibt es Missverständnisse. Oftmals ist es so, dass man wesentlich mehr in etwas reininterpretiert oder sich halt trübe Gedanken macht oder eben in eigenen Gedanken verzettelt und verstrickt, dass man auf einmal in eine völlig falsche Richtung denkt, ja, als zu wissen, was ist da eigentlich tatsächlich los bei meinem Gegenüber, ja. Er hat vielleicht gerade ganz andere Gründe, warum er sich nicht melden kann. Jetzt ist mir hier gerade eine Nachricht reingekommen, die hängt mir so im Bild. Da muss ich jetzt mit leben. Ich hoffe, ihr seht das nicht auf dem Video. Ich bekomme sehr viele Nachrichten. Also falls jetzt das komplette Bild voll ist mit Nachrichten, dann müsste ich dann das Video doch nochmal neu drehen. Okay. Ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Genau, also oftmals interpretiert man eben Dinge hinein, die vielleicht gar nicht so sind, weil man gar nicht weiß, was bei dem anderen los ist. Man weiß es einfach nicht. Man denkt es sich und verzettelt sich. Und dann geht die Energie in so eine schräge Richtung und man kommt vom Weg ab. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal in zwei Beispielen, was ist eigentlich los beim Gegenüber, ja? Wir fragen die Raben. Die Raben sind genial. Ich bin unglaublich dankbar für diesen Tarot. Und ja, ich habe ja schon erwähnt, ich beschränke mich momentan auf den Rabentarot. Ich habe hier unendlich viele Decks, aber Urheberrecht, ne, ist ein ganz großes Thema. Und von US Game Systems
habe ich die Genehmigung, mit den Karten zu legen. Und da werden auch noch weitere hinzukommen. Und im Moment bin ich da so ein bisschen in der Warteschleife. Ich muss mich da auch erstmal langsam in diese weltliche Materie da reinfühlen, mit diesem ganzen Gesetzeskram und Bürokratie und Systemkram, ja. Dafür habe ich wahnsinnig viele Lenny-Karten schon am Start und auch Kibbor-Karten. Ne? Oh, hier haben wir schon die eine Seite. Also es gibt hier ein Auswahlorakel, du kannst dich entscheiden. Ja, ich lasse mir zwei Karten reingeben. Wie geht es dem Gegenüber? Du kannst dich jetzt für die eine Seite entscheiden, du kannst dich aber dann auch für die andere Seite entscheiden. Das wirst du gleich sehen. Ja? Kannst du schon mal reinfühlen, während ich hier mische. Ja? Oh, hier ist eine liegen geblieben, das sollte so sein. Also wir haben die Seite und die Seite. Ich hätte gern links und rechts noch eine Karte dazu. Ich lasse mich jetzt einfach mal so führen. Ja? Einfach mal so führen lassen. Ich hätte gern links und rechts noch eine Karte dazu. Erst die für die linke Seite, von euch aus gesehen rechts, ja. Dankeschön. Und noch für die andere Seite. Die untere Karte soll dann eine Zusatzbotschaft sein, ja. Für beide Seiten. Upsa. Die lege ich jetzt mal da ab. Oh, hier haben sich noch umgedreht. Hier haben sich noch zwei Karten umgedreht. Das soll der dritte Stapel sein. Das heißt, Yonanda muss Gas geben. Wir haben hier drei Auswahlmöglichkeiten, okay? Drei Auswahlmöglichkeiten. Ich habe insgesamt 30 Minuten. Ich bin gespannt. Ich hätte gerne links, Mitte, rechts jeweils zwei Lenny-Karten dazu. Muss ich jetzt immer ein bisschen die Uhr im Auge haben. Einmal. Zweimal. Wenn es dir mit dem Mischen hier zu lange dauert, spul einfach ein Stückchen vor. Dreimal. Viermal. Jawohl. Hier haben wir alle Karten und wir haben noch untere Karten. Ja? Mir kommt gerade rein, die unteren Karten sollen ein Wegweiser sein. Was kannst du tun? Ich weiß nicht, was ich eben gesagt habe. Es floss so durch mich durch. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber jetzt ist gerade ganz klar, die Karten, die unten drunter liegen, die sind ein Wegweiser, was du tun kannst. Eventuell ziehe ich da nochmal drauf. Okay? Also, go with the flow. Wir fangen mal an mit diesem Stapel. Schau für dich. Wo zieht es dich hin? Ja? Hier, hier oder hier? Es kann auch sein, dass alles drei Sinn macht. Also, wir haben auf der linken Seite die Liebende zu der Frage, wie geht es eigentlich deinem Gegenüber? Und wir haben die neuen Stäbe. Wir haben die Schlange, die sich häutet. Das zeige ich euch gleich ganz genau. Und den Fuchs. Ich sehe die Sache schon, ich sehe es schon wieder total klonklar. Also, dein Gegenüber hat starke Gefühle für dich, ja, er ist in der Energie der Liebe. Die Liebenden teilen sich hier ein Herz, ja, hier schlägt ein Herz im Einklang und es ist ein gemeinsames Herz. Das heißt, es kann natürlich auch ein Seelenpartner sein, ein karmischer Partner, wie auch immer. Hier schlägt das Herz im Takt, hier wird sich, hier werden aus zwei eins und hier geschieht Heilung, weil die Schlange steigt so nach oben auf und eine Schlange steht auch für Heilung. Ja?
Eine Schlange steht auch für einen Prozess, der sich vielleicht in die Länge zieht. Aber hier scheint etwas in die Heilung zu gehen. Ein Gleichgewicht findet statt, ja. Beide sind gleich wert. Ja, wir sehen hier die zwei Bäume, die beide gleich groß sind. Und dein Gegenüber empfindet Liebe, ja. Er ist in der Liebe, er empfindet Liebe. Allerdings ist er sehr vorsichtig, ja. Er hat uns die neuen Stäbe reingegeben. Er ist sehr vorsichtig, er ist wachsam. Vermutlich ist er in der Vergangenheit sehr verletzt worden. Die Liebe war es, die ihn schon sehr verletzt hat. Und deswegen überlegt er sehr gut, auf was er sich einlässt, weil es könnte sein, dass er wieder verletzt wird. Ja, er ist in der Wachsamkeit. Er beobachtet dich aber. Er kann dich beobachten über Social Media oder ja, wie auch immer man jemanden beobachten kann. Ne? Ich kenne deine Situation nicht, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, jemanden im Auge zu haben, auf jemanden zu schauen. Er beobachtet dich, bleibt aber im Moment im Rückzug, aus Angst in ein altes Muster zurückzufallen. Er weiß selbst, dass er tiefe Gefühle für dich hat, ja? Das ist ihm bewusst, aber diese Gefühle machen ihm auch Angst aufgrund seiner Vergangenheit, weil er schon sehr verletzt worden ist. Ja, möglicherweise hat er ein gebrochenes Herz und einfach auch schon eine Vergangenheit hinter sich, wo er sich vielleicht vorgenommen hat, dies und das und jenes, das passiert mir nicht mehr. Ja, ich mache nicht schon wieder diesen Fehler oder diesen. Oder er ist auch ein Mensch, der vielleicht durch die Kraft der Liebe das Gefühl hat, schwach zu sein. Das ist ein Mensch, der will die Kontrolle haben, ja? Die Kontrolle über sich und sein Leben. Das ist ein Mensch, der kann nicht die Kontrolle aufgeben, ja? Es ist eher jemand, der kontrollieren will, ne? Also er beobachtet hier, die Liebe ist da, aber die Liebe ist die stärkste Kraft. Und sagen wir es mal so, dadurch hat er die Hose gestrichen voll, ja? Er ist allerdings in einem Heilungsprozess drin. Er hat die Schlange reingegeben, ja. Und zwar diese Schlange im Lenny-Deck ist eine andere, die häutet sich. Das heißt, er ist in einem Heilungsprozess und er ist dabei, aus seiner Haut herauszukommen, eine alte Haut abzulegen, eine alte Wirklichkeit abzulegen. Das heißt, er kann hier durchaus in die Pötte kommen, ja. Die Liebe ist da. Er ist halt in der Wachsamkeit, was der Fuchs auch nochmal bezeichnet, ja. Aber du siehst, die Schwanzspitze vom Fuchs zeigt hier auf die Häutung, ja? Das heißt, diese Person ist in einem Prozess, die kommt aus sich heraus, die geht aus sich heraus, die streift eine alte Wirklichkeit ab und bei der Häutung, bei diesem Prozess liegt die Wahrheit, ne? Denn da, wo die Schwanzspitze hinzeigt, liegt die Wahrheit. Also hier wird geliebt, hier wird ja, hier wird auch gelernt, ne? Hier will man die gleichen Fehler nicht nochmal machen. Man hat auch Angst, die Kontrolle zu verlieren, weil die Gefühle so stark sind. Ja? Es macht ihm Angst, ihm oder ihr, deinem Gegenüber. Es macht der Person Angst. Er macht sich viele Gedanken, weil die Neun der Stäbe stehen auch für verbundene Gedanken. Er kann vielleicht im Moment nicht erkennen, dass acht Stäbe ihm den Rücken stärken. Ja? Auch das kommt gerade noch bei mir rein. Aber er ist im Prozess, er ist in der Heilung und diese alte Wirklichkeit, ja, diese Verletzungen, die wird er hinter sich lassen. Das ist total positiv. Also er wird es hinter sich lassen und da sind gute Chancen auf eine gesunde Weiterentwicklung. Es ist halt jeder in seinem Prozess und die geistige Welt, das darfst du nie vergessen, muss auf beiden Seiten arbeiten, ja. Die arbeitet auf deiner Seite, sie arbeitet aber auch auf der Seite des Gegenübers. Egal, ob männlich wie weiblich, ne? Also das ist hier absolut, du bist der Zuschauer und der Gegenüber ist männlich wie weiblich, ja. Ja, die geistige Welt muss auf beiden Seiten arbeiten. Und erst wenn beide Energien im Einklang sind, im Gleichklang, kann es weitergehen, ja. Ihr müsst im Prinzip auf Stand sein. Beide Seelen müssen bereit sein, im Prozess weiterzugehen, ja. Hier ist also wirklich Bewegung drin, hier wird gearbeitet, das ist schon mal gut. So, zweiter Stapel. Oha, da haben wir die drei der Schwerter und den Mond. Wir haben den Anker und den Reiter. Okay, gehen wir erstmal auf Tarot ein.
Person, ja, der geht es gar nicht gut. Die hat ein absolut, oh, ich habe es verkehrt rum, entschuldigt, ein absolut gebrochenes Herz, ja. Die hat tiefe, tiefe Verletzungen erlitten und da ist noch sehr viel Heilarbeit nötig. Die hängt gerade fest, ja. Da sind ganz viele Ängste. Wenn du diesen Stapel gewählt hast und fragst dich, warum passiert hier nichts, ja, warum passiert hier nichts? Diese Person steckt gerade in einem Schmerz fest und die wird weiterkommen, ja, sie wird auch an dir festhalten. Ich gehe gleich auf die Lenny-Karten ein, aber hier sitzen noch ganz viele Ängste dahinter, ja. Also hier ist die Angst, erneut verletzt zu werden, ganz, ganz stark. Entweder hast du diese Person so sehr verletzt durch Worte oder Taten. Die Verletzung kann aber auch, wie immer, weil wir sind Seele und eine Seele ist uralt, eine Seele entspringt der Quelle des ewigen Seins. Ja? Eine Seele ist Ewigkeit, das ist ein Funken der Göttlichkeit. Eine Seele ist ein göttlicher Funken, der schon immer ist und jetzt habe ich Bilder. Ach du lieber Heiland, was ist eine Seele? Eine Seele ist ein Funken, ein göttlicher Funke als Teil des großen Ganzen, der lichtvollen, unendlichen Quelle, der Quelle der Ewigkeit. Und so alt ist eine Seele, ja? Und diese Verletzung kann in frühere Inkarnationen zurückgehen, die sich aber auch wieder in dieses Leben reinspiegeln, dass es sich wiederholt, ja? Und hier sind tiefe Gefühle da, der Mond, aber eine ganz große Angst, erneut verletzt zu werden. Das ist also jetzt ähnlich diesem Stapel, nur dass hier auf dieser Seite schon Heilung geschieht. Und diese Person ist da mittendrin im Schmerz gerade, weil die tiefen Gefühle sind da. Die sind aber wahnsinnig verletzt. Und hier ist eine ganz große Angst, diesen Weg zu gehen, sich einzulassen. Aber hier sucht jemand Halt, ja. Hier hat vielleicht auch jemand den Halt verloren. Der Reiter steht für das, also für die Aktivität und für das Aufeinanderzugehen, auch für die Nachricht, die da unterwegs ist. Dieses Pferd hat sich in Bewegung gesetzt und also mir kommt rein, dass diese Seele im Moment den Halt in sich selbst nicht hat, ja, also das hat im Endeffekt, ja, was mit dem Empfinden der Seele zu tun, das ist ein Prozess, wo du deinem Gegenüber weiterhilfst, hier in die Heilung zu gehen, dadurch, dass du ihn triggerst, triggerst du seinen Schmerz, du triggerst ihm seine Ängste und er muss den Halt in sich selbst finden, aber er wird aktiv auch aus dieser Situation rauskommen, ja. Er wird sich bewegen, er wird die Situation verlassen können. Der Reiter steht für aktiv werden, ja. Das ist eine Aktionskarte. Also auch hier wird gearbeitet, aber hier ist noch sehr viel zu tun. Und es kann auch sein, dass dein Gegenüber im Moment noch nicht bereit ist, diese Situation, die ihn selbst betrifft, diesen eigenen Schmerz, ne, diesen Herzbruch, diese Verletzung, diese Ängste und dieses Haltsuchen, ja, also als ob er noch nicht hinschauen will, weil der Reiter bewegt sich von den Karten weg, ja, so lag das jetzt auch. Also ich habe die jetzt so der Reihe nach aufgedeckt. Er will die Situation verlassen, er will da am liebsten raus, will vielleicht im Moment nicht hinschauen. Schau mal für dich, was von dem, was ich jetzt gesagt habe, Sinn macht, ja. Tiefe Verletzung, tiefe Gefühle, verletzte Gefühle, vielleicht durch dich, vielleicht hat es aber auch nichts mit dir zu tun, sondern einfach mit seiner Vergangenheit, von der du entweder Teil bist oder auch nicht, ja. Er kann entweder an dieser Verletzung festhalten oder er sucht den Halt in sich, will das aber eigentlich vielleicht im Moment hinter sich lassen, ja. Also er ist vielleicht im Moment nicht bereit, sich diesen Prozess anzuschauen, beziehungsweise ihn anzunehmen oder diesen Weg zu gehen, ja.
Die Karten fallen, wie sie fallen. Also mittlerer Stapel ist etwas kompliziert. Sehr viel Schmerz, wobei ich dazu sagen möchte, die Gefühle sind da. Also diese Seele hat tiefe Gefühle, ja. Also ohne Frage. Das ist, wo so ein Schmerz ist, ja, das musst du immer bedenken. Da muss wahnsinnig viel Liebe sein. Sonst wäre so ein wahnsinniger, gigantischer Schmerz überhaupt nicht möglich, weil dann wäre es egal. Ja, das muss man ganz klar so sehen. So, Stapel 3. Da haben wir die 5 Schwerter. Wir haben die 8 Kelche. Wir haben die Wolken und das Kreuz. Auch hier wird es schwierig, ja. Diese Person, also hast du dich für die dritte Seite entschieden, diese Person hat eine Niederlage erlitten, ja. Die fühlt sich als absoluter Verlierer, der geht es auch nicht gut und sie hat eine Niederlage erlitten und hat das Gefühl, alles, was ich hier noch tun kann, ist, schweren Herzens weiterzugehen, ja. Die 8 der Kelche steht für, also die Kelche stehen für die Gefühle und die 8 der Kelche steht für den Aufbruch schweren Herzens. Also hier muss es ein Geschehnis gegeben haben in der Vergangenheit, wo es keine Sieger gab, ja. Aber dein Gegenüber hat das Gefühl, er ist hier der absolute Loser und er ist in der Haltung, dass er beschlossen hat, er legt sein Schwert nieder, er hört auf zu kämpfen und er muss diese Situation verlassen, um in seine Glückseligkeit zu finden, ja. Er muss raus aus dieser Situation, er muss das hinter sich lassen, weil hier gibt es für ihn nichts zu gewinnen, ja. Also hier muss es eine heftige Auseinandersetzung gegeben haben. Einen Konflikt, einen Schlagabtausch, ein, ja, also es ging natürlich, hier gibt es tiefe Gefühle, ja. Sonst würde man nicht so viele Kelche zurücklassen. Aber hier ist jemand sehr verletzt. Schau für dich, ob du dazu beitragen kannst, Heilung in diese Situation zu bringen. Hier gibt es Missverständnisse. Wir haben die Wolken. Diese Person hat auch im Moment Herz und Verstand nicht in Einklang gebracht, ja. Die ist im Unklaren, die steht im Nebel, die weiß vielleicht auch überhaupt nicht, was ist hier überhaupt passiert, ja. Und ist sich aber bewusst, dass es ein karmischer Prozess ist und diese Situation wird von deinem Gegenüber als sehr belastend empfunden, ja. Das Kreuz steht auch für eine Bürde. Ich denke, also, nee, ich bin mir sicher, er weiß, dass ihr eine karmische Verbindung hat, seine Seele weiß das. Dass ihr eine karmische Verbindung habt, seine Seele weiß das, aber es ist sehr belastend für ihn, ja. Hier würde ich dir raten, wenn du jetzt weißt, was gemeint ist, wenn du weißt, ja, hier gab es eine heftige Auseinandersetzung, wie auch immer, alle beide haben verloren, also sowohl dann du als auch dein Gegenüber, hier gab es nur Verlierer, hier wurde komplett entwaffnet, ja, dann leg auch du dein Schwert nieder und du könntest Missverständnisse aufklären. Das ist jetzt einfach mein Rat aus dem Herzen raus, aus dem gesunden Menschenverstand, indem du das Gespräch suchst, wenn du dich hier drin wiederfindest, ja. Weil dann ist er sicherlich genauso verletzt wie du, versteht überhaupt nicht, was passiert ist, ja, er oder sie und ist dadurch sehr belastet, ja. In dem Fall würde ich wirklich sagen, wenn du Klarheit haben willst, dann sorg dafür und geh ins Gespräch. Das fällt uns ja oft so schwer, ja, auf jemanden zuzugehen. Aber Liebe heilt, Vergebung heilt, ja. Es ist immer eine Kraft der Heilung, wenn du in die Vergebung gehst, ne, oder wenn du sagst, hey, das, was da passiert war, mir geht's genauso scheiße wie dir. Mir geht's echt genauso scheiße. Lass uns nochmal drüber reden. Das ist eigentlich, ja, das wünschenswerte Verhalten, ja. So sollte es eigentlich sein im Zwischenmenschlichen, dass man immer wieder aufeinander zugehen kann, egal was da war, weil man halt weiß, wie die Verbindung ist. Ja, jetzt habe ich hier, ich sehe hier gerade, hier liegt noch eine Karte daneben. Die ist jetzt hier einfach so erschienen, ja. Also wir haben jetzt eine Karte, die noch irgendwann rausgefallen ist, die ich nicht wahrgenommen habe. Und wir haben 2 untere Karten und da gucken wir jetzt mal rein. Also hier ist eine Karte, der Narr. Ich deute das jetzt mal allgemein. Chaos, Spontanität, Neuanfang. Ich deute es allgemein. Aus jedem Chaos
entsteht eine neue Ordnung. Ja? Locker bleiben, mach dich locker, sei unbeschwert. Ja? So, dann haben wir die zwei der Schwerter. Komm du raus aus deinen Zweifeln. Ja? Du brauchst hier nicht verzweifeln. Natürlich ist gerade die Situation, so wie du es empfindest, total chaotisch. Weil jeder empfindet ja auf seine Art und Weise. Ne? Das gibt jetzt hier den Rat an dich. Heimliche Karte, hat sich einfach so rausgelegt. Bleib locker, der Narr, bleib unbeschwert. Denk nicht so viel nach. Hirn nicht so viel rum. Ja? Komm raus aus dieser Schwertenergie, aus diesen Zweifeln. Glaube an dich selbst, ja, glaube an euch, glaube an die Liebe, vor allen Dingen glaub an deinen Weg, ja, weil eure Begegnung, die hat ihren Sinn, die hat ihren Zweck. Nichts geschieht umsonst, ja, ihr habt euch verabredet.de. Auch wenn man sich manchmal denkt, warum habe ich das gemacht? Wie konnte ich mir diesen Weg aufbürden? Es ist aber so, ja, Seelen begegnen einander nun mal niemals zufällig, ja, und wir triggern uns gegenseitig Heilungsprozesse an. Du deinem Gegenüber, dein Gegenüber dir. Schau auf deine eigene Heilung und vor allen Dingen, wie oft machen wir es uns selbst schwer? Jeden Tag, weil wir einfach zu viel denken. Also hör auf, so viel zu denken, ja. Die Schwerter stehen ja auch für das Element Luft, für die Gedanken. Mach dir nicht so viele Gedanken. Mach dich locker, ja. Mal schauen, was der Lenny noch hergibt. Hier, guckt euch das an, da ist das Kind, der doppelte Neuanfang. Wir haben hier den Neuanfang und wir haben nochmal den Neuanfang. Eure Beziehung hier, ja, das deute ich jetzt allgemein auf alle drei Szenarien, steckt in den Kinderschuhen. Das ist noch etwas, ja, das ist einfach noch nicht durch, ja. Ne, wer jetzt sagt, scheiße, zu viele Verletzungen, Ängste, ne, mittlerer Stapel, Haltlosigkeit, dieses, ich kann im Moment nicht ja, mich dazu wenden, wobei ich sehe gerade, der Reiter im mittleren Stapel, so wie ich es jetzt hier ausgelegt habe, bewegt sich jetzt nach links. Wie waren die Karten gefallen? Das kann nämlich sein. Da ist beides möglich. Ich habe das ja eben in die Kamera gehalten. Moment, das mache ich nochmal. Ja, wenn ich es in die Kamera halte, ist es spiegelverkehrt. Entschuldigt, dass ich da manchmal so nicht durchsteige. Aber normalerweise müsste er jetzt vom Anker weglaufen. Habe ich die Karten vor mir liegen, läuft der Reiter zum Anker hin. Ne? Das heißt, ich füge hier nochmal hinzu, die Person im mittleren Stapel kann auch aktiv festhalten, ja. Schau da für dich, wie es für dich Sinn kommt. Das ist jetzt einfach eine weitere Sinn kommt, Sinn macht, hinkommt, so wollte Dionanda sagen, ja. Es ist eine weitere Botschaft für dich, ja. Weil hier liegt der Neuanfang drin. Und zwar doppelt. Im Narren und im Kind. Hör auf zu zweifeln, ja. Weil alle drei Situationen, um das jetzt nochmal aufzugreifen, da sind die Gefühle da, tiefe Gefühle, ja. Links. Da geschieht aktive Heilung, das ist super. In der Mitte sind halt wahnsinnig viele Ängste, tiefe Verletzungen, da fehlt der Halt, aber der Halt wird gesucht, ja. Der muss vielleicht erstmal der Halt in sich selbst gefunden werden, aber der Reiter steht für Aktion, ja. Da, also auch diese Situation bewegt sich und auf der rechten Seite, da sind natürlich auch tiefe Gefühle da, weil wenn keine Gefühle da wären, wenn es alles scheißegal wäre, dann wird es auch nicht wehtun, ja, da wird man sich auch nicht als Verlierer sehen und dann wird man auch nicht sagen, ey, ich muss das alles hinter mir lassen, diese ganze Liebe, ja, weil die Kelche sind nun mal Element Wasser und die Liebe, ja, die Kelche stehen für die Liebe und fürs Gefühl. Hier im dritten Stapel, da wird einfach nicht durchgeblickt. Missverständnisse, da geht es um Missverständnisse, das Ganze ist karmisch, soll geheilt und gelöst werden, ist im Moment eine starke Bürde, ja. Aber wenn du hier in die Leichtigkeit gehst, ne, und es dir vielleicht einfach leicht machst und nicht schwer, dann ist hier absolut der Neuanfang drin. Ja? Gerade bei Stapel 3 sagt mir mein Gefühl, geht aufeinander zu. Ja? Das ist der Schlüssel.
Und hör auf zu zweifeln. Ja, wir machen es uns oft manchmal schwerer, als es irgendwie sein müsste. Ja, das ist einfach so. Ich ziehe jetzt noch eine Klärungskarte zusätzlich. Rat an dich, ja? Was raten dir die Karten? Was sollst du jetzt aktiv tun? Dankeschön. Die Mäßigkeit. Du sollst in die Heilung gehen. Ich habe eben gesagt, also ne, die Karten kommunizieren. Liebe heilt, Vergebung heilt, ja. Sieh dein Gegenüber durch die Augen der Liebe und durch die Augen des Mitgefühls und vor allen Dingen sieh dich selbst so. Ja, arbeite daran. Wenn du im Moment nicht lieben kannst, dann nimm auch dieses Gefühl an. Ja, es kann immer nur vom Groben ins Feine gehen. Wenn jemand gerade einen Hass schiebt, kann man nicht sagen, ja, dann lieb mal. Ne? Man hasst halt gerade. Das sind wie Wackersteine. Du hast riesengroße Basaltsteine und das ist der Hass, den du gerade empfindest. Dann male diese Steine, bis sie dir als feiner Sand durch die Finger rinnen und dann bist du in der Liebe. Vom Hass in die Liebe zu gehen, zum Beispiel, das ist auch ein Prozess, ja. Aber arbeite daran, hier zurück in die Liebe zu gehen. Geh in deine Heilung, heile, heile, heile. Heile, heile Gänschen, ja, das kennen wir alle. Es wird bald wieder gut. Und am Ende ist immer alles gut, weil wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende, okay? Und damit schließe ich jetzt meine Legung. Und ich wünsche dir was. Und wir hören uns morgen zur Wochentendenz, ne, was uns so die nächste Woche bringt. Und dann sehen wir weiter. Vertrau deinem Weg. Ciao, 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 deine Yonanda. Ich freue mich über ein Abo und über ein Like. Schön, dass du zugehört hast.